Also meine Firma produziert Sprach-CDs beziehungsweise die Download-Version davon für Produkte zum Sprachenlernen. Also man kann mit meinen Produkten Vokabel lernen oder auffrischen, Phrasen lernen oder auffrischen, Konjugationen lernen oder auffrischen. Und diese Produkte sind geeignet für Schüler ebenso wie für Erwachsene. Ein Riesenvorteil dieser Produkte ist es, dass man damit beim Autofahren, beim Joggen, beim Walken, bei der Hausarbeit, beim Einschlafen lernen kann. Das heißt, nebenbei lernen. Man kann die Zeit also gut nützen. Und gerade auf langen Autofahrten ist es natürlich traumhaft einzusetzen. Und wir haben Musik dabei. Das heißt, diese Produkte tragen nicht nur dazu bei, dass man gut lernen kann, sondern hat gleichzeitig noch den Spaß und die Freude daran, gleichzeitig Musik zu hören. Wir sind jetzt ins Ausland gegangen und zwar speziell haben wir begonnen mit Deutschland. Wir haben im Frühjahr im Zuge der Corona-Krise einen Webshop gemacht, gebaut und den auch fördern lassen. Und das war ein Riesenerfolg für uns. Und uns wurde aber ganz schnell klar, dass wir auch Werbung brauchen für diesen Webshop. Und im Zuge dieser Überlegungen, wo gehen wir hin, was bewerben wir, haben wir natürlich zuerst Österreich beworben und dann die Förderung in Anspruch genommen für den Markteintritt in Deutschland. Also wir haben relativ klein angefangen, da wir auch sehr spät in diese Förderung eingetreten sind und das waren um die 2000 Euro. Aber es war gut, um hier mal diese ersten Lernschritte zu machen, denn gerade Facebook ist nicht unbedingt sehr einfach, was das anbelangt, vor allem am Anfang. Es wird dann, wenn man sich damit beschäftigt, natürlich leichter und geht dann auch schneller. Und deswegen haben wir auch diesen kleinen Betrag gewählt. Und ich muss aber sagen, das war sehr erfolgreich für uns, denn wir haben viele, viele Kunden in Deutschland gewonnen. Das heißt, wir haben die Werbekosten definitiv eingespielt, beziehungsweise einen kleinen Gewinn gemacht. Bei unseren Produkten muss man aber noch einen Punkt dazu erwähnen. Wir haben viele Teile von einer Sprache. Das heißt, wenn sich jemand bei uns den Vokabelteil 1 kauft und er ist zufrieden, wird er mit größter Wahrscheinlichkeit sich auch einen Teil 2, 3 oder die Phrasen oder die Verben holen. Das ist auch die Erfahrung, die wir im Buchhandel machen. Und das ist definitiv eingetreten. Und wir haben natürlich jetzt durch den Webshop und die Newsletter die Möglichkeit, diese Kunden, die schon gekauft haben, ganz einfach anzuschreiben, brauchen eigentlich dafür kein Geld mehr auszugeben. Und insofern ist die Werbung natürlich wirklich extrem wertvoll gewesen. Das heißt, wir haben die Werbekosten Länge mal Breite wieder eingespielt. Das ist jetzt ein Thema, vor dem fast jeder Unternehmer, der das erste Mal dieses Thema angeht, Angst hat oder zumindest Angst hat, zu viel Zeit zu verwenden, dann alles neue Begriffe, viele Punkte sind unklar am Anfang, wenn man das macht. So ging es mir vor vielen Jahren, als ich mit der ersten Förderung hier begann. Aber ich muss sagen, das hat sich komplett vereinfacht. Es ist so leicht geworden und da spielt natürlich auch die Wirtschaftskammer eine mega Rolle dabei. Die Mitarbeiter geben sich Riesenmühe, hier im Vorfeld schon Infos zu geben, damit man nicht dann während der Förderung Dinge vergisst. Eine solche Info, die wirklich extrem wichtig und wertvoll ist, machen Sie Screenshots von jeder Werbeaktion, die Sie starten. Hier lohnt es sich wirklich, ordentlich zu sein, sich gleich richtige Files, Unterfiles anzulegen, Files für die Rechnungen, für die Monatsrechnungen der Kreditkartenabrechnungen. Denn wenn Sie dann nach 1,5 Jahren die Abrechnung machen wollen für diesen Förderantrag, dann viel Spaß, wenn Sie diese ganzen Sachen erst sich irgendwo hersuchen müssen. Also ich mache das definitiv so, ich habe einen Ordner für Facebook-Rechnungen, Ordner für Amex-Monatsrechnungen und für Screenshots. Und sobald ich irgendwas in diesem Bereich mache, kommt diese Rechnung da hineingezogen. Und damit ist die Abrechnung dann sehr einfach und sehr schnell. Und ich kann ja jedem Unternehmer sagen, nützt diese Förderungen. Macht euch schlau bei der Wirtschaftskammer, die helfen, was das Zeugs hält. Und ja, es ist einfach hammermäßig, welchen Support man hier bekommt.